Ja, unter Medialisierung verstehe ich die Anpassung von Akteuren an die Erfolgsbedingungen der Massenmedien. Live-Fernsehen hat durch die Illusion, die der Zuschauer auf der Fernsehcouch sich macht, dass er nämlich direkt bei etwas dabei ist, was passiert, hat es einen Glaubwürdigkeitsvorsprung. Alles, was live passiert, glaube ich ja als Zuschauer beobachten zu können und deshalb besonders gut einschätzen zu können. Deswegen wäre meiner Meinung nach das Ideal von jedem Akteur, live im Fernsehen mit seinen Bildern da zu sein. Da will man hin. Natürlich will man erstmal in die Medien überhaupt, um seine Interessen da vertreten zu können. Noch besser ist es aber, wenn man live dabei ist. Der Fußball hat das geschafft, die Politik hat das mit bestimmten Ereignissen geschafft. Manche Kulturereignisse schaffen das. Könige schaffen das, wenn sie heiraten zum Beispiel. Das führt dazu, dass auf allen Ebenen Veränderungen stattfinden. Wir erleben, dass Führungspersonal heute nach anderen Kriterien ausgewählt wird als noch vor 30 oder 50 Jahren. Führungspersonal muss fernsehtauglich sein. Wir erleben, dass die Orte, an denen Dinge stattfinden, nach den Bedingungen der Medien gebaut werden. Firmenzentralen werden so gebaut, dass sie herausragend einmalig sind, dass man sie zeigen kann im Fernsehen. Museumsneubauten entsprechen den Bedingungen der Fernsehen. Kulturneubauten entsprechen den Bedingungen des Fernsehens. Die Stadien sind umgebaut worden. Wenn man in München das Olympiastadion 1972 eingeweiht, mit der Allianz Arena vergleicht, 2005 eingeweiht, für die Weltmeisterschaft 2006 gebaut, dann sieht man diesen Unterschied. Das Olympiastadion von 72 sieht noch aus, wie alte griechische Arenen aussehen. Die Allianz Arena ist eigentlich ein Fernsehstudio, ein großes, überdimensioniertes Fernsehstudio mit optimalen Bedingungen für Fernsehjournalisten, mit optimalem Rasenkontrast, mit der Möglichkeit, Fans zu zeigen, die sehr nah dran am Geschehen sind, die zufrieden sind, weil die Infrastruktur in diesem Stadion perfekt ist, die erlaubt, Bilder zu produzieren, die all das erfüllen, was gutes Fernsehen ausmacht, nämlich in Gesichter schauen zu können, dynamisch zu sein, Spannung zu erzeugen. Wir erleben aber auch, dass die PR-Abteilungen aufgerüstet werden. Wir wissen, dass es immer schwerer wird, gerade für Nachwuchsleute im Fernsehjournalismus Fuß zu fassen. Die Zahl der Arbeitsplätze nimmt ab. Wir erleben zur gleichen Zeit, dass in Unternehmenskommunikationszentralen Arbeitsplätze geschaffen werden. Unternehmen in jedem Bereich, egal ob Kultur, Wirtschaft oder Politik, kaufen Medienprofis, kaufen Journalisten ein und produzieren Dinge, die sofort in den Medien gesendet werden könnten, ohne dass ein Journalist noch redaktionell bearbeitend darüber geht. Das führt dazu, dass alle Akteure, die Interessen haben, Fußballverbände, Fußballvereine, Politiker, Kulturschaffende, Menschen, die Bauvorhaben anschieben, dass alle diese Akteure versuchen, möglichst positive Fernsehbilder zu erzeugen. Alles, was wir im Fernsehen als Live-Bericht in Anführungsstrichen serviert bekommen, ist von Akteuren konstruiert und inszeniert worden, die darauf aus sind, unsere Zustimmung, die Zustimmung von uns als Fernsehzuschauer und damit letztlich öffentliche Legitimation zu bekommen. Der FC Bayern entscheidet, wen er in das Live-Interview ins Fernsehen schickt und nicht das journalistische Erfordernis. Der FC Bayern entscheidet, welche Fragen im Zweifelsfall nicht gestellt werden. Und sich dann noch als Journalist zu definieren, dazu gehört dann schon ein bisschen Mut, dann Fragen zu stellen, die nicht abgesprochen sind, Fragen, die möglicherweise vorab verboten worden sind, was man ja live kann. Man könnte Fragen live stellen, dann erlebt man Dinge, die wir auch immer wieder im Fernsehen live erleben. Wir haben es bei der Weltmeisterschaft 2014 erlebt, als Per Mertesacker plötzlich auf eine Frage nicht so reagiert hat, wie man das eigentlich gewöhnt ist. Also Live-Reporter haben die Möglichkeit, aber es ist nicht so einfach. Der Zuschauer, der das Interview mit Mertesacker gesehen hat, wird begeistert gewesen sein, weil es sich unterschieden hat von dem, was er sonst an Live-Interviews bekommt. Das war Gesprächsstoff am nächsten Tag in allen Büros und auf allen Arbeitsplätzen. Da hat man was gesehen, was man sonst nicht bekommt. Eigentlich das Ideal für jeden Journalisten. Das war Exklusivität. Das hob sich ab von dem, was man sonst hat. Das war gutes Fernsehen. Es mag für den Reporter am Ende trotzdem Schwierigkeiten machen, weil möglicherweise Nationalspieler sich künftig weigern werden, gerade diesem Reporter Fragen zu beantworten. Heute habe ich als Fernsehjournalist oft gar keine Möglichkeit mehr, hinter die Fassade zu schauen, weil die Fassade genau so konstruiert wird, dass sie meinen Bedürfnissen als Fernsehjournalist entspricht. Ich habe eigentlich keine Gelegenheit mehr, frei zu recherchieren, nicht vorgefertigte Antworten zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass Journalisten sich immer über diese Bedingungen im Klaren sein müssen, unter denen ihre Bilder heute zustande kommen und dieses möglicherweise in anderen Formaten als Live-Sendungen zu hinterfragen. Bei der Weltmeisterschaft 2014 habe ich sehr gute Beispiele gesehen. Ich habe gesehen, wie Oliver Welke im ZDF Bilder, die ihm das DFB-Fernsehen geliefert hat, dekonstruiert hat. Gesagt hat, ja, wir wissen ja alle, zu welchem Zweck diese Harmoniebilder aus dem Mannschaftsquartier zum Beispiel
geliefert werden. Damit hat er eigentlich seine ihm zugedachte Rolle als Verwerter von Fernsehrechten, für die das ZDF teuer bezahlt hat, verlassen und hat die Rolle des kritischen Beobachters eingenommen. Und das, glaube ich, ist nicht so einfach für Journalisten heute. Wenn wir heute Live-Interviews am Spielfeldrand bekommen, direkt nach dem Abpfiff von Spielern, von Funktionären, von Trainern, dann bekommen wir Antworten von Menschen, die trainiert sind auf die Bedingungen des Fernsehens, die geübt haben vor der Kamera, die mit ihren Beratern durchgesprochen haben, welche Art von Antworten sie zu geben haben, um ihren Marktwert nicht zu beschädigen, um ein möglichst positives Bild in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Das hat Folgen für die Funktionen der Massenmedien in einer Demokratie. Wenn interessengeleitete Kommunikation bestimmt, wie die Produkte aussehen, indem sie Personal zur Verfügung stellt, Orte zur Verfügung stellt, die den Bedingungen von Fernsehen und anderen Medienleuten entsprechen, habe ich plötzlich in der öffentlichen Arena Kommunikationsprodukte, die Interessen spiegeln und nicht mehr von Leuten hergestellt worden sind, deren Funktion es ist, uns die Meinungsbildung zu erleichtern. Möglicherweise schon mit einem kritischen Blick auf die jeweiligen Interessen. Und das hat langfristig Folgen möglicherweise für die Funktion der Demokratie. Die Zukunft vorherzusagen in Sachen Live-Fernsehen ist schwer. Auf der einen Seite ist Live-Fernsehen sehr teuer. Fernsehanstalten müssen Produktionskosten senken, müssen effizient denken. Das kann dazu führen, dass man Live-Sendungen eindämmt. Also eine Übertragung einer Fußball-Weltmeisterschaft mit 34 Kameras vor Ort, mit einem Fernsehstudio, mit Blick auf den Strand von Rio, mit vielen, vielen Leuten, die ich da involviert habe, das ist einfach sehr, sehr teuer. Das ist teures Fernsehen. Andererseits ist es gutes Fernsehen. Das ist Fernsehen, was den Zuschauer anspricht. Das ist Fernsehen, wo der Zuschauer nicht mehr so leicht hinterfragt, was ihm dort geboten wird, bei dem er die Inszenierungs- und Konstruktionsleistung des Fernsehens nicht mehr so leicht sieht. Und deshalb spricht auch sehr viel dafür, dass Live-Fernsehen ausgebaut wird.